Hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei Zauberfee Pferd Wohnmobil RMB. Heute möchten wir euch gerne mitnehmen auf unsere Reise in den Süden aus Deutschland, Region Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Richtung Spanien. Und den Weg dorthin kann man sehr gut halbieren mit einer kleinen Auszeit auf einem schönen Campingplatz in einer noch schöneren Stadt Avignon. Los geht's! Camping Pont du Avignon, so heißt der schöne von uns angefahrene Platz, der direkt gegenüber der Altstadt von Avignon auf einer Insel in der Rhön liegt. Der Platz bietet ca. 270 Stellplätze, die fast alle unter altem Baumbestand liegen, schlecht für den Satellitenempfang, gut für den Sonnenschutz, denn Sonne tanken kann man auch gut an der vorhandenen Poollandschaft. Hier fahren wir gerade an einem von insgesamt 5 vorhandenen Sanitärgebäuden vorbei, auf der Suche nach dem für uns passenden Stellplatz. 5 Plätze wurden uns da zur Auswahl angeboten, die von der Rezeption auf einen kleinen Plan markiert waren. Hatte ich anfangs noch gehofft, ein Plätzchen mit Satellitenempfang zu erwischen, daraus wurde aber nichts, konzentrierten wir uns dann bei der Auswahl auf eine möglichst ruhige Lage. Und neben einem blühenden Oleanderbäumchen wurden wir dann auch fündig. Ja. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Hier ist der Campingplatz aus der Vogelperspektive zu sehen. In unmittelbarer Nähe liegt noch ein vom Campingplatz aus betriebener externer Wohnmobilstellplatz, der etwas preiswerter ist. Aber wir stehen jedoch lieber auf einem Campingplatz, aus Sicherheitsgründen, weil wir unser Fahrzeug auch mal längere Zeit ohne Angst vor Einbruch, Diebstahl alleine lassen möchten. Das Beste an dem Platz ist aber die nahe Lage zur Altstadt von Avignon, ein Fußweg von ca. 1000 Meter, der in den Sommermonaten mit einer Fährfahrt halbierbar ist. Bevor wir die Stadt zusammen besuchen, fahren wir noch mit dem Wohnmobil zu einem der Sanitärgebäude und der Entsorgungsstation. Sehr großzügig bemessen geht das Entsorgen hier leicht von der Hand, insbesondere wenn man so wie wir ein elektrisches Tankventil und eine Abwasserkamera an Bord hat. Entsorgen per Knopfdruck vom Fahrersitz aus, bequemer geht's nicht. Alleine die Montage der Abwasserkamera hat sich hier schon 100-fach bewährt. Wer an so einem nachträglichen Einbau einer Kamera Interesse hat, kann sich das hier in diesem Film einmal anschauen. Ja, bleiben nur noch die Sanitäranlagen übrig. Die sind aus dem Baukastensystem. Die WC-Schüssel mal wieder ohne Klobrille. Das haben wir in Frankreich sehr oft gesehen. Die Duschen, ganz normaler Standard, funktionieren tadellos. Gabi hatte sie ausprobiert, inklusive Warmwasser ohne Duschmünzen etc. Hier der Ausguss für die Toilettenkassette. Und zum Schluss nochmal die Gesamtansicht des Gebäudes. Rechts befindet sich der Eingang für die Wasch- und Geschirrspülplätze, die in gleicher Modulbauweise wie Toilette und Dusche aufgebaut sind. Weitere Einzelheiten und auch eine Preisliste sind im Internet zu finden. Adresse wird gerade eingeblendet oder auch auf unserer Webseite Zauberfee fährt Wohnmobil und dort auf der Stellplatzkarte. Die
Die Preise schwanken übrigens erheblich von 16 bis 30 Euro in der Hochsaison. Wir haben im Juli 2021 18 Euro für die Übernachtung gezahlt. Und dann geht's auch schon los. Gabi läuft voran an der Rezeption vorbei zum Rhönufer und auf die Brücke hinauf, von der man eine ganz fantastische erste Aussicht auf das Flussstadtpanorama hat. Nachdem man die noch sehr gut erhaltene mittelalterliche Stadtmauer durchquert hat, taucht man ein in ein typisch französisches Stadtleben mit vielen architektonisch interessanten Gebäuden, viele kleinere und größere Plätze mit vielen kleineren und größeren Restaurants, bevor man sich dann so langsam aber sicher der Hauptattraktion von Avignon nähert, dem Papstpalast aus dem 14. Jahrhundert. Ein imposantes Gebäude, das man auch besichtigen kann, wie ihr gleich sehen werdet. Allerdings sind Hunde nicht erlaubt, sodass wir uns wieder einmal trennen mussten und ich dann mehr oder weniger durch das Gebäude gehastet bin. Hier stehe ich bereits an der Eingangspforte und schaue auf den Platz zurück. Die Eintrittspreise betragen nur für den Palast 12 Euro. Und möchte man sich noch das Brückenfragment vor den Toren der Stadt anschauen, werden zusätzlich 5 Euro fällig. Und los geht es mit der Visite. Ein kleines, im Eintrittspreis enthaltenes, ausgeliehenes E-Tablet spielt dabei den Fremdenführer und erklärt an den Sehenswürdigkeiten die Einzelheiten. Für die Besichtigung sollte man sich mindestens 2 Stunden Zeit nehmen und auch gut zu Fuß sein, denn es geht ganz schön rauf und runter über viele Treppen und Stufen und man hört mich an einigen Passagen auch ganz schön schnaufen. Die Besichtigungstour endet auf der Rückseite des Palastes. Man muss diesen dann quasi einmal umkreisen, um wieder zum Hauptplatz zurückkehren zu können. Dort angekommen, kann man dann nochmal einen letzten Blick auf den Palast werfen und wendet sich dann am besten nach links zu der Kathedrale von Avignon. Hier haben einige der im Palast residierenden Päpste ihre letzte Ruhestätte gefunden. Ansonsten ist die Kirche aber eher eine schlichte Schönheit. Schaut es euch doch selbst einmal an. Das hat auch schon der Papst gesehen. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Leider ja. Von hinten. Ja, und wenn man dann die 2 Hauptattraktionen im Zentrum der Stadt besichtigt hat, kann man noch einen Ausflug mit der Bimmelbahn machen.
45 Minuten, 9,50 Euro, führt durch alle Stadtteile und auch in den Parkgarten der Kathedrale. Der liegt auf einem Berg, ist ganz schön steil. Wir sind den Weg aber trotzdem zu Fuß gegangen, denn vom höchsten Punkt aus hat man eine ganz fantastische Aussicht auf Avignon. Vor den Toren der Stadt liegt dann die dritte Hauptattraktion von Avignon, die Brücke aus dem 12. Jahrhundert, zerstört im 15. Jahrhundert durch Änderung des Weltklimas. Das gab es damals auch schon, liebe Grüne, braucht man nicht immer wieder neu zu erfinden. Die Brücke ist auch zu besichtigen und trotz Weltkulturerbe betretbar. 5 Euro sind hierfür zu zahlen, hätten wir gerne gemacht, aber wie so oft, Hunde verboten. Wir haben uns von daher auf den Heimweg zum Wohnmobil gemacht, noch ein paar letzte Erinnerungsfotos geschossen und dann am Ufer der Rhön mit Blick auf das herrliche Stadtpanorama den Tag ausklingen lassen. Und ausklingen lassen ist auch das richtige Stichwort. Zeit für uns von euch zu verabschieden. Wir danken fürs Zuschauen, hoffen, es hat ein wenig gefallen und würden uns natürlich außerordentlich freuen, wenn ihr hier demnächst bei Zauberfee fährt Wohnmobil wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und tschüss!